Lieber Jonas Hector. Lieber Jonas. Lieber Jonas Hector. Vorteilsentscheidungen gehören im Fußball zu den meist schwierigsten Entscheidungen, die ein Schiedsrichter treffen muss. Gott sei Dank gehörst du zu den Spielern, die dies kaum oder nie anzweifeln. Du, lieber Jonas, zählst zu den Musterprofis, die stets einen sauberen Umgang mit uns Schiedsrichtern gepflegt haben. Du hast keinen unserer Pfiffe offensichtlich hinterfragt. Nein, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du mal gestikulierend und erbost über eine gegen dich entschiedene Szene reagiert hättest. Du hast strittige Spielszenen bei Schiedsrichtern immer sofort angenommen, hast deinen Frust nie bei den Schiedsrichtern rausgelassen, hast das mit dir ausgemacht. Diskutieren hast du nie mit Schiedsrichtern. Du hast jede Entscheidung vom Schiedsrichter sofort akzeptiert, angenommen, ohne groß Blabla, ohne Armrudern, ohne sich an den Kopf fassen. Gelbe Karten, Verwarnung. Ich weiß gar nicht, ob du eine bekommen hast, aber wenn, dann hättest du die immer sofort angenommen, ohne zu meckern. Ja, auch wir, beziehungsweise ich bin traurig, dass du aufhörst, Jonas, denn damit ist in Spielen beim 1. FC Köln für uns Schiedsrichter die einfachste Entscheidung im Endeffekt weggefallen. Wobei du für den 1. FC Köln der größte Vorteil bist. Das kann man wohl so sagen. Auslegungssache zwecklos. Auslegungssache zwecklos. Lieber Jonas, ich wollte mich bei dir bedanken. Denn du gehörst wirklich zu den wenigen Spielern, die mich absolut an meine Grenzen gebracht haben. Bei dir wusste ich nie, wie ich dran bin. Und ich bin ein sehr menschenorientierter Typ. Und wenn man dann nicht weiß, wie man mit dem anderen interagieren soll und wenn man keine Reaktionen einordnen oder zuordnen kann, dann macht es einen kirre. Und bei dir war es tatsächlich so, dass ich nie wusste, wie ich dran bin. Egal, ob ihr gut gespielt und gewonnen habt oder verloren habt, es war immer sehr schwierig, deine Reaktionen und deine Gestik und Körpersprache zuzuordnen. Deine knappe und kurze Art, auf Fragen zu reagieren, die hat mich kirre gemacht. Und da erinnere ich mich an Kiel gegen Köln. Ihr habt das Relegationsrückspiel gewonnen und die Bundesliga gehalten. Und dann frage ich dich noch, und bist du jetzt zufrieden? Bist du glücklich und erleichtert? Und dann kommt als wahnsinnig aussagekräftige Antwort, ja. Und ich dachte mir, Wahnsinn, kein Smalltalk, immer nur auf den Punkt. Aber dafür danke, dass du mir wirklich auch teilweise sehr, sehr viele Zeit und Energie gekostet hast, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum ist das so? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich als Mensch was falsch gemacht? Behandle ich dich irgendwie falsch oder komisch? Aber ich weiß, dass du ein spezieller Typ warst. Das war der Reiz, mit dir auf dem Platz zu stehen und auch Spiele zu meistern. Ich bedanke mich dafür und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für deine Zukunft. Viel Zeit mit der Familie und mit viel Zeit mit Freunden. Ich glaube, du wirst die Zeit sinnvoll und vernünftig nutzen. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwo in diesem Geschäft wieder. Alles Gute.